Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der 2. Januar. Der 2. Januar 2024. Unglaublich. Das neue Jahr ist schon da. Vielleicht schneller, als man gedacht hätte, vielleicht langsamer, aber vielleicht auch mit der richtigen Geschwindigkeit. Und mit einem neuen Jahr kommen immer die Vorsätze fürs neue Jahr. Oder man kennt sie auch als New Year's Resolutions. Dieses Konzept habe ich in der Schulzeit kennengelernt, im Englischunterricht. Ich erinnere mich, die Lehrerin hat uns das erklärt und dann direkt uns die Hausaufgabe über die Weihnachtsferien gegeben, dass wir diese Vorsätze für uns selbst bestimmen für das neue Jahr oder herausfinden. Und wir durften sie auch, falls wir wollten, mit den Mitschülern die mitteilen nach dem Ende der Ferien. Und das ist Standard für jedes Jahr geworden, dass wir diese Hausaufgabe während der Ferien hatten. Es gibt auch ein anderes Konzept. New Year, New Me. Für die, die nicht Englisch sprechen, bedeutet das neues Jahr, neues Ich. Interessant. Man kann sich jetzt fragen, wieso tun wir das? Wieso haben wir solche Ideen und solche Konzepte als Menschheit, als ja, Menschen? Es sind Konzepte des Neuanfangs. Das ist eigentlich schön, weil man das neue Jahr als ein neuer Anfang sieht, als eine Gelegenheit, anders zu sein und etwas an sich zu ändern, vielleicht, was nicht so gut ist. Es handelt sich um eine Perspektive voller Hoffnung und reich an Wünschen der Verbesserung. Und man hat die Chance auf einen neuen Anfang und die Gelegenheit, etwas besser als letztes Mal zu machen. Wir wollen allgemein besser werden und das ist auch gut. Wie sehen solche Vorsätze aus? Für jeder anders. Ich will vielleicht in diesem neuen Jahr mehr Sport treiben. Oder in diesem neuen Jahr will ich nicht mehr so viel Alkohol trinken. In diesem neuen Jahr will ich kein Fleisch essen. In diesem neuen Jahr will ich weniger Netflix schauen oder überhaupt kein Netflix schauen. In diesem neuen Jahr lasse ich meine sozialen Medien sein und verbringe nicht mehr viel so Zeit im Netz, nicht mehr so viel Zeit im Netz. In diesem Jahr will ich keinen Zucker essen oder weniger Zucker essen. Wir haben auf jeden Fall Gründe für alles, was wir machen. Und die Frage ist, ob wir die Gründe auch kennen. Wieso tun wir etwas? Wieso tue ich etwas? Ich möchte euch kurz das Konzept der Lauterkeit der Absicht erklären. Also das Konzept des Sich-Fragen, wieso. Lauterkeit, Substantiv, bedeutet, wenn man auf Duden sucht oder im Duden sucht, Reinheit, Anständigkeit. Es gibt auch ein Adjektiv. Das Adjektiv ist lauter und bedeutet rein, unvermischt, ungetrübt. Es gibt auch ein Verb. Sich läutern, sich bewusst der wirklichen Intentionen werden, bedeutet das. Ja, man kann sich fragen, wieso habe ich meine Vorsätze? Ich will vielleicht mehr Sport machen, weil es gesünder ist, oder mehr Sport machen, damit ich gesünder scheine. Also, weiß ich nicht, vielleicht sind meine Freunde sportlicher und ich will auch wie meine Freunde sein. Oder nicht mehr so viel Alkohol trinken, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Obwohl, je nachdem, wer das hört, vielleicht sind es Minderjährige und Minderjährige trinken nicht so viel Alkohol, beziehungsweise kein Alkohol. Ja, ich will nicht mehr Fleisch essen in diesem Jahr, weil ich mir eine Herausforderung wünsche. Ich will mir beweisen, dass ich das schaffe. Das kann auch ein Grund sein. Oder die sozialen Medien und mein Netflix-Konto sein lassen, damit ich nicht mehr so viel Zeit verliere und meine Zeit anders nutze. Ja. Aber wir sind hier bei 10 Minuten mit Jesus, nicht bei 10 Minuten mit dem Psychologen oder mit dem Life-Coach. Also kommen wir endlich zur übernatürlichen Ebene unseres Lebens. Die Ebene, die unsere Leben auch unendlich bereichern kann, wenn man sie entdeckt.
Wir können damit beginnen, Gott zu fragen, was er in diesem Jahr von uns will. Aber Gott auch unsere Ideen und Wünsche mitteilen, weil ja, er hat einen Plan für uns und er kann uns Bescheid geben, jedem anders, was er sich von uns wünscht und uns das klar machen, aber er rechnet auch mit unserer Freiheit. Wir sind Mitwirkende. Wir sind Miterlöser. Gott liebt uns als Vater, Gott liebt uns als Bruder und Gott liebt uns als Freund. Und diese sind Beziehungen auf Augenhöhe, also auch offen sein. Unsere Pläne mit Gott zu besprechen, im Großen und im Kleinen. Ehrlich sein und um Vertrauen bitten, dass wir mit ihm und mit uns selbst ehrlich sein können. Er kennt uns besser, als wir uns kennen und er liebt uns mehr, als wir uns lieben. Also lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Aber das ist alles sehr theoretisch und abstrakt. Kommen wir zu einer konkreten Ebene. Und ich habe drei mögliche Anregungen aufgeschrieben für das geistliche Leben im neuen Jahr. Das erste ist, im Gebet bleiben. Was bedeutet das? Ja, vielleicht auch Gebetszeiten zu haben, die vielleicht in der Kapelle sind, vor Jesus in der Eucharistie oder nicht in der Kapelle, je nachdem, welche Gelegenheiten man hat. Aber auch das Leben als Gebet betrachten. Vielleicht mal auf der Straße zu laufen und mit Gott zu sprechen. Genau, das Leben als ständiger Dialog mit Gott zu sehen. Aber nicht vergessen, jeder ist anders. Gott spricht mit jedem anders. Man muss sich nicht schlecht oder komisch fühlen, wenn mein Gebet anders aussieht als das Gebet meiner Freunde. Ja, wir sind alle so unglaublich anders und Gott will das. Der zweite Punkt ist, man fällt, aber wir können mit der Beichte rechnen. Vergessen wir nie, Gott ist so gut und Gott liebt uns so sehr, dass er uns immer einen neuen Anfang schenkt, wenn wir es brauchen. Nicht einmal im Jahr am 1. Januar, sondern immer. Immer, wenn wir fallen. Und er ist so gut, dass er uns nicht nur seine Hand reicht, um uns aufzuheben, wenn wir fallen, sondern er ist bereit, mit uns an der Hand den Weg zu gehen. Mit jedem Einzelnen von uns, den eigenen Weg und uns zu führen. Wie gesagt, als Vater, als Bruder und als Freund. Also das bringt uns auch zum dritten Punkt, mit Gott in seinem Leben zu rechnen. Die Hoffnung zu behalten, um die Hoffnung zu bieten, weil die Hoffnung ist auch ein Geschenk von Gott. Genau. Und es ist eine unglaublich große Gabe. Wir können als Christen dem weltlichen Neuanfangsoptimismus einen geistlichen, einen wahren Neuanfangsoptimismus hinzufügen, der uns auch Freude und Frieden stiften kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.